Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Ich werde heute wieder eure Level spielen und los geht's. So, und da wären wir bei The Great Cave von R-Sternchen Jonah oder auch Jonah Hen genannt. Er nennt sein Level mein großes SMB3 Höhlenlevel. Natürlich, wenn er es SMB3 Level nennt, können wir davon ausgehen, dass der Grafikstil Super Mario Bros. 3 ist. Fangen wir direkt mal an. Das Level ist auch wohl recht beliebt gewesen. 16 Sterne habe ich da gesehen. Richtig cool. So, dann wollen wir mal anfangen. Ups, nein, Pilz, komm her. Lauf mir hier nicht weg. Oh Gott, Montys. Was habt ihr denn hier verloren? So, schnell hier durch. Super. Oh, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Kannst du die Treppen hochkommen? Ha, Opfer. Gut, wir können jetzt uns nach unten fallen lassen. Das machen wir aber nicht. Wir gehen direkt mal hoch und gucken mal, was uns dort erwartet. Oder wir gehen nach rechts oben. Aber da kommen wir nicht hin. Deswegen springen wir über den Kettenhund und sehen, dass hier vollkommen random die Piranhas rausbauen. Das ist ein bisschen kacke und oh oh. Kommt ins Loch. Dankeschön. Sobald man die Montys beseitigt hat, ist das kein Problem mehr für einen hier. Mhm. Und da sind Manchas, die werden erstmal ignoriert. Was zum Fick, wo kam der denn her? Dieser verdammte Goomba. Verdammt seist du. So, jetzt ist es uns wahrscheinlich ein einfaches, nach unten zu kommen, oder? Haben wir damit einfachere Chancen, bessere Chancen? Ja, guckt an. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn man ohne Schuh... Ah, man hätte wieder die Möglichkeit gehabt, hochzukommen. Und er gibt da einem sogar einen Hinweis drauf. Schaut mal. Ne? Also recht kreativ. Er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Er hat das sogar mit Pfeilen ausgeschildert. Hier. Ne? Wenn du den Stiefel haben willst, geh nach oben rechts. Wobei oben links ein bisschen besser gewesen wäre. Aber es ist ja nur eine Kleinigkeit. Er hat... auf jeden Fall dort seine kreative Ader ausgelassen und das finde ich relativ cool, dass er daran gedacht hat. Oh, obwohl das wird ein bisschen knackiger jetzt. Wahrscheinlich. Ui. Und. Schade. Schade, schade. Nee, aber sonst sehr kreativ. Also das Level hat was. Das Level hat sehr viele gute Stellen, die ich jetzt einfach mal mit dem Attribut. Looks like Super Mario Level. Ja. Wow, wow, wow. Wow. Das Level hat auf jeden Fall das Attribut Looks like a Mario Level. Und das ist natürlich eine Sache, die wünscht man sich natürlich. Ha, du kannst doch nicht mal den Koopa-Panzer umstoßen. Was bist du denn für ein Opfer? Tja. So, da werde ich natürlich rüberspringen, weil habe ich eben auch gemacht und weil das passt super. Komm her. Geh ins Loch. Genauso du auch. Ja, los. Okay, super. So, jetzt muss ich quasi aufpassen, dass ich, naja, nicht nochmal da reinspringe. Komm. Oh, verdammter Spacko. Egal. Jetzt wissen wir ja, wo es lang geht, ne? Kann man da trotzdem nicht hochkommen? Nee, das geht echt nicht. Ey, hätte ich fast gedacht, dass es doch irgendwie gehen würde. Naja, machen wir uns auf den Weg. Wir haben einiges aufzuholen, wir haben Zeit verloren. Ach, scheiße, jetzt habe ich verkackt. Oder schaffe ich es vielleicht doch noch? Ja! Mein Gott! Wenn jetzt noch Manchas kommen, ey, das würde ich echt hassen. Ich sehe doch hier gleich was rausspringen. Nicht? Okay. Oh, die Feder, super. Oh. Warum wusste ich das? Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Das war jetzt ein bisschen random. Oh, scheiße, ich habe die Bombe... verdammt nochmal falsch gesetzt. Aber hier ist es sehr großzügig von ihm, dass er hier quasi Pilze spawnen lässt. Sehr, sehr schön. Ne? Damit ist dieses kleine Kritikgedöns von wegen, dass da ein... naja, ein Hammerbruder runterkommt. Relativ aufgehoben. Also, es ist zwar immer noch nicht schön, dass er das gemacht hat, aber gut.
Ich finde es durch die Tatsache, dass man hier immer wieder Pilze bekommt, relativ okay. Also alles cool. Tschüss. Ich habe gesagt tschüss. Wow. Kommt ihr mit? So, dann bin ich mal gespannt, ob du mir vielleicht den Catnote umbringen kannst. Ja, es geht. Ja, guck mal an. Und noch ein Wickler. Also bis jetzt ein sehr, sehr schönes Level. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr gut. Man bekommt hier echt sehr oft Items, ne? Sehr großzügig auf jeden Fall, ne? Dadurch die Tatsache, dass er das recht kreativ gemacht hat, eben mit den Manchas und mit dem Schuh. Sehr gute Kombination, ja klar, das kennt man natürlich auch aus einigen anderen Mario-Leveln, die auch offiziell kommen. Und tschüss! Wie, du stirbst davon nicht? Willst du mich verarschen? Hä? Gut. Na, aber wirklich sehr kreativ, abwechslungsreich. Hallo. Komm her. Und jetzt ist man quasi genau hier, also auf der anderen Seite von eben. Ne, hier ist quasi links der Start. Und warum komme ich da oben nicht hin? Wird man quasi so abgebremst oder wie ist das? Das will ich jetzt nochmal rausfinden, warum man dahin nicht hinkommt. Scheint wohl eine Barriere zu sein, eine unsichtbare Barriere. Könnte ich mir vorstellen. Oh nein. Bei dem muss man aufpassen. Denn das sind ja eigentlich gar keine Blöcke, sondern, naja, scheiße. Nein, Schuh! Das sind ja eigentlich keine Blöcke, sondern, naja, einfach nur Plattformen. Und da kann man natürlich nicht von unten angreifen, das ist natürlich ganz klar. Oh, Maxi Para Koopa. Oh, guten Tag. Bitte kommen Sie mit. Woohoo! Oh, ich wusste es, man kann ihn sich zunutze machen. Ich wusste es. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Level. Und hier nochmal vielleicht, ja... Die letzten... Wow! Schön. Kommen wir jetzt zum Ziel? Nein, das Level macht immer noch munter weiter. Ist ein sehr langes Level. Aber ich sag mal so, es ist hier sehr schwer zu sterben. Durch die ganze Menge an Items. Deswegen macht es die Länge quasi komplett wett. Was? Wo bist du? Hä? Okay. Jetzt weiß ich auch, wo der runtergesprungen ist. Also ist er gar nicht random gesetzt, sondern er kommt. Also, ich schätze mal, dass Jonah da nichts für konnte, dass er da runtergesprungen ist. Gut, dann ist dieser Kritikpunkt aufgehoben, würde ich sagen. So, dich nehmen wir auch mal mit. Aber das sparen wir nicht für dich auf, sondern für eventuelle andere Gegner. Wie zum Beispiel ihn oder ihn. Oder so. Und rein durch die Tür. Und das müsste es eigentlich mal gewesen sein, würde ich sagen, ne? Langsam. Bin ich müde, so langsam will ich jetzt aber mal hier Feierabend haben, ne? Also wirklich, wirklich ein tolles Level. Also von Kreativität, Abwechslung, Arbeitsaufwand auf jeden Fall top. Also er hat sich da auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, ne? Schwierigkeit ist auch vollkommen im Rahmen. Also, nur da weiß ich nicht, wie ich da ausweichen soll. Genauso wenig, wie ich weiß, wie ich vor der Kreissäge entkommen soll. Und ich finde es scheiße, wenn ich jetzt gleich von der getroffen werde. Schön. Ah! Das war am Ende nochmal ein bisschen unschlau gemacht. Unsauber. Kommt es nochmal zum Bowser-Kampf? Nein, es kommt zum Ende! Und wir gönnen uns natürlich ja, das Pilz-Special. Das habe ich natürlich gewusst, ne? So! Ja! Sehr schönes Level. Wirklich sehr toll. Sehr toll. Hat mir sehr gefallen. Das war mein Level. Das war auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich würde auch sagen, wow. Ich würde sagen, wir gucken auch mal aufs Datum des Levels, wann es denn entstanden ist. Und wir sehen, na? Wo sehen wir das Datum? Das konnte man auch irgendwo ersehen, oder nicht? Hallo? Hallo? Naja, dann kann man das halt nicht sehen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, eins der besten Level, was ich in den letzten Zeigeparts gespielt habe. Also da können sich einige mal ein Beispiel abnehmen und sich eine Scheide von... eine Scheide? Ja, auf jeden Fall können sich davon einige eine Scheide von abschneiden. Und ihr seht, 13. September. Und er hat da so ein Level rausgestampft. Ne? Er hat zu diesem Zeitpunkt ein besseres Level gemacht, als andere zum jetzigen Zeitpunkt. Also... Respekt. So. Fangen wir mit der Wertung. Kreativität, ich will es kurz halten, wir haben gesehen, ein recht kreatives Level ist auf jeden Fall eine 82%. Abwechslung,
sehr abwechslungsreich. Das finde ich sogar zum Teil noch besser als die Kreativität selber an sich. Hier und da gab es Manchas, dann gab es im nächsten Areal dieses Bombenrätsel, dann das Kreissägenrätsel, was ein bisschen unschlau war. Das geht auf jeden Fall negativ zu Buche und gibt auf jeden Fall einen Abzug in der B-Note, ganz klar. Aber ansonsten top, also das sind auf jeden Fall 85% von der Abwechslung her. Arbeitsaufwand. Ich kann mir vorstellen, er hat da auf jeden Fall einige Stunden dran gehangen. Also da muss auf jeden Fall auch so etwas, so ein etwa guter Wert hin, wie zum Beispiel jetzt auch bei der Abwechslung. Ich finde, es ist einfach nur fair, wenn wir dem Level hier vom Arbeitsaufwand her eine 89 geben. Also man sieht da echt, das ist auf jeden Fall ein Level, das hätte auf jeden Fall ein Level in SMB3 werden können. So, weißt du, das ist krass, was er sich da alles ausgedacht hat. So viele abwechslungsreiche Sachen, so viel Stuff. Wow. So, Schwierigkeit. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Am Ende nochmal ein bisschen zu unfair mit den Kreissägen. Jedenfalls weiß ich nicht, wie man da entkommen soll. Deswegen auch da ein kleiner Negativpunkt, ne, dass es ein bisschen zu schwer am Ende war und ein bisschen zu unfair, was da auf jeden Fall reinspiegelt. Deswegen gibt es da eine, ja, 86%. Trotz alledem, eine gute Schwierigkeit und ist ja nur ein kleiner Punkt. So, durch 4 geteilt kommen wir da auf 85,5%, also 86% für The Great Cave von Jonah Hen. Danke. Und dann nochmal ein Level vom guten Yoshi oder auch Thomas Trieb. Party im Geisterhaus, New Super Mario Bros. U, Grafikstil. Und wann ist das Level entstanden? Am 12.09. Gucken wir es uns mal an. Bin ich mal gespannt, was er sich da hat einfallen lassen. Ob er da quasi nur diese, naja, Sounds gespammt hat, dieses... Ja. Gut, aber das passt auch irgendwie zu Party im Geisterhaus, ne? Das ist jetzt nicht deplatziert, das passt. Wie komme ich da hoch? Ich brauche einen P-Switch. Wo kriege ich den her? Vielleicht von hier unten oder so? Oder muss ich hochrennen? Es muss hier irgendwo ein P-Switch geben. Irgendwo hier. Ich schätze mal in der Mitte von den Buhus. Und wenn nicht, dann renne ich da durch. Ja, guck doch an. Ich wusste es. Und da kann ich mich umbringen gehen. Ja gut, aber... Ich konnte ja nicht wissen, dass man durchs Werfen quasi so weit diesen guten P-Switch wegwirft. Ah, das dachte ich halt nicht, ne? So, dann legen wir ihn jetzt hin, wie es ein Deutscher tun würde. Ich bin so deutsch, ich lege den P-Switch auf den Boden. Und die Party-Mucke ist so laut, dass man quasi die P-Switch-Mucke gar nicht hört. Sehr authentisch auf jeden Fall. Genauso wie in der Disco. Genauso wie, ja, Jesus es tun würde. So, angezogen. Propeller-Item nehmen wir auch mal mit. Oh Gott, ich habe geschüttelt. Wie dumm. Ich habe mein Gamepad geschüttelt. Wie zum Beispiel jetzt. Weil ich dachte, es wäre wie in New Super Mario Bros. Wii. Aber so ist es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Was geschieht hier? Wenn man das Level durchanalysiert, kann man sich auf jeden Fall, ja, zu Gemüte führen, dass die ganzen Manchas auf jeden Fall zum Beat tanzen. Nam, 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 nam. Oder? Macht Sinn, oder? Ich denke schon. Aber auch die ganzen Bob-Ombs, die hier runtergefallen sind, denken natürlich immer daran, dass ein Anfang auch ein Ende haben kann. Und ich denke, das ist natürlich die Message von dem Level natürlich nicht. Oh Gott! Ich wäre fast runtergefallen. Wisst ihr warum? Wegen dem verdammten Stampfattacken-Gedöns. Ja, ist auf jeden Fall ein etwas monotones Level, das wir aber jetzt erledigt hätten. Ja, Party im Geisterhaus. Kann man mal machen. Durchaus. War jetzt auch nicht so schwer, hat mir dennoch relativ gut gefallen. Fangen wir an mit der Kreativität. Wie sage ich es jetzt am besten?
Ein Level, was natürlich mit einfachen Mitteln gebaut wurde, also ganz klar, ne? 12.09. New Super Mario Bros. U Grafikstil, Manchas. Hier und da ein P-Switch hingestellt. Zwischendurch mal ein paar Gegner. Hammerbrüder, Bob Orms, eine Ranke. Und ja. Recht kreativ auf jeden Fall, aber ich denke, es hätte trotz dieser enormen Länge eventuell noch ein bisschen kreativer sein können. Deswegen gibt es da eine 69 für. Abwechslung. Ja, also recht abwechslungsreich, ne? Also durch den Anfang quasi, du musst aufpassen, dass du quasi nicht von den Boohoos erwischt wirst, weil am Anfang gibt es nun mal kein Power-Up, ne? Du musst quasi timen, du musst rausfinden, dass dort ein P-Switch ist, was aber auch logisch ist wegen dem Münzentreppen und sowas, ne? Ist klar, habe ich mir auch direkt gedacht, dass da irgendwo ein P-Switch sein muss und es ist so gewesen. Besser hätte man es erkannt, wenn zwischen dem Block vielleicht zwei Münzen wären. Da hätte man es vielleicht ein bisschen besser erkannt. Ansonsten aber recht abwechslungsreich. Die gerade mit den Manchas war für meinen Geschmack ein bisschen zu lang vielleicht. Und es ging halt darum durchzurennen und quasi, naja, die Länge des Sterns zu nutzen. Da kann man es schon verkraften und verkneifen. Aber ansonsten relativ abwechslungsreich, aber es hätte noch ein bisschen besser sein können. Vielleicht mehr Höhen und Tiefen einzubauen, was er am Ende zwar gemacht hat, aber am Anfang war es für meinen Geschmack ein bisschen zu, naja, eben. Aber ich fand es auch cool mit der Idee, dass er da drei Türen hingestellt hat und jede Tür hat wahrscheinlich irgendwo hingeführt. Die erste hat quasi, ja, zu quasi drei Items, glaube ich, geführt. Und das war cool. Deswegen gibt es dafür 73%. Arbeitsaufwand. Ich denke nicht, dass das Level hier mit großem Arbeitsaufwand betrieben wurde. Eine Stunde höchstens oder ungefähr eine Stunde kann ich mir vorstellen. Höchstens anderthalb Stunden. Aber das ist ja auch für den Anfang, ne, für den 12. September, für das Release von Super Mario Maker vollkommen okay so. Ne, ich meine, ich habe auch nicht länger beim ersten Level gesessen. Was mache ich mir hier vor? Ne, und naja. Dennoch ein Level, was nicht gerade durch, naja, Fülle profitiert hat, sondern eher vom Effekt, von der Party, ne, ist auch ganz klar, Party im Geisterhaus, ne, also man hat da mehr auf den Hintergrund geachtet und er ist da mehr auf den Hintergrund eingegangen, anstatt auf das, was wirklich hier im Vordergrund passiert. Deswegen gibt's da für, ja, den Arbeitsaufwand auch so eine 72, ne, wie gesagt, ein bisschen mehr Aufwand hätte man da auch durchaus reinstecken können. Und Schwierigkeit, ganz klare Sache, ist ein, ja, relativ einfaches Level. Ich glaube, ich bin nur einmal gestorben und das, weil ich zu dumm war und quasi den P-Switch runtergeworfen habe. Besser wäre da eine P-Switch-Röhre gewesen, muss ich sagen. Eventuell, ne, dann muss man quasi nicht sterben. Für mich ist das Prinzip des Mario-Universums, dass man nicht in einem Level zwanghaft sterben muss. Dass man immer die Chance bekommt, dass man ein Level auch als kleinen Mario abschließen kann. Und auch, wenn man irgendwas was verbummelt hat, dass man trotzdem das Level abschließen kann. Und, ja. Ansonsten, von der Schwierigkeit her, ja, hätte auch ein bisschen knackiger sein können, ne? Ansonsten hat mir das Level so an sich gefallen. Schwierigkeit gibt es 70%. Durch 4 geteilt kommen wir auf 71%, ist ja ein recht guter Wert für das Level, trotz seiner Frühe, muss man auch ganz klar sagen. Und ja, danke Yoshi oder quasi Thomas Trieb, danke Jonah Hen für die Level. Nächste Woche kommen eventuell oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wieder eure Level dran. Was sollen sonst kommen? Ich mache ja keine 100 Mario-Herausforderungen mehr, weil ich darauf keinen Bock habe. Also kommen natürlich eure Level. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao.